Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei Thomas Sixt's Headcam Cooking, powered by Peperita TV. Wir bereiten heute ein Huhn zu. Und zwar wird das Huhn Niedertemperatur gegart. Und da möchte ich euch etwas zeigen dazu. Ich habe mir hier aufgestellt die Peperita Pfanne bei Herdstufe 7 von 9 plus Powerstufe. Das heißt eigentlich 7 von 10. Und ich möchte euch was zeigen. Ich werde ja ständig gefragt jetzt, Braten ohne Fett, wie funktioniert das? Das funktioniert mit der richtigen Pfanne, mit dem richtigen Boden, mit dem richtigen Material und mit der richtigen Hitze. Seht ihr, wie hier die Wassertropfen in der Pfanne herumtanzen? Da sieht man es recht schön. Die verbinden sich auch, die finden immer den Weg zueinander. Schaut einmal. So, und wenn die Pfanne diesen Hitzepunkt erreicht hat, dann gehe ich schon her und reduziere das auf 5. Hab mir dann hier vorbereitet ein Huhn, das ist frisch gewaschen, trocken getupft. Das nehmen wir uns jetzt und das legen wir jetzt hier in die Pfanne ein und drücken das leicht an. So, und jetzt werdet ihr gleich sehen, was da passiert. Die Poren vom Fleisch schließen sich jetzt blitzartig durch die hohe Hitze. Das Huhn ist dann angebraten an der Stelle und dann kann man das auch schon, geht schon, hochheben. Schaut einmal, Huhn angebraten, das machen wir jetzt noch von jeder Seite einmal. Immer leicht andrücken, damit die Haut Kontakt bekommt mit der Hitze. Deshalb macht man das. Und das Huhn hat genug Fett, da braucht man nicht herumrösten und nicht literweise Öl hineinschütten. Es ist nicht notwendig. Schaut her, und das löst sich ganz wunderbar. Jetzt haben wir es auch von der Seite angebraten. Jetzt machen wir noch diese. So, wieder leicht andrücken bitte. Man riecht das auch sofort. Das riecht sofort nach Brathuhn. So. Und wenn wir das erledigt haben, dann legen wir das Huhn so hinein, wie wir es haben wollen. Mit der Seite nach unten. Temperatur habe ich bereits reduziert auf 4. Gehe da sogar noch einmal zurück auf 3. Und jetzt habe ich da ein bisschen ein Gemüse heute. Ich habe Kartoffeln geschält, ich habe Karotten. Und mache hier heute wirklich eine ganz einfache Variante, ohne groß herumzuspielen, die Karotten hier ein bisschen halbiert, geschält sind sie schon, habe ich schon gesagt, das kann man lassen. Dann gebe ich hier die Kartoffeln dazu, die sind geschält und dann einmal abgewaschen, also nicht getrocknet, sondern wirklich da im Ganzen dazugegeben. Ja. So, die tue ich mal vierteln, die lege ich mir da auch dazu, dass das Huhn da schön umringt ist. So, Dalle. Habe ich fast zu viel Kartoffeln. Hätte ich die größere Pfanne nehmen sollen. Na, geht ja auch. Aber wir schauen uns das jetzt an, wie das wird mit der Menge. Gut, mit den Schwammerl tun wir jetzt nicht mehr übertreiben. Da gebe ich jetzt noch einen Champignon dazu, einen geviertelten. Dann habe ich hier noch ein bisschen an Knoblauch. Den zerdrücke ich mir einfach und gebe den dann im Ganzen dazu. Und jetzt kommt kein Wasser, keine Brühe, gar nichts. Einfach nur den Deckel drauf. Und jetzt lasse ich dieses Huhn bei Herdstufe 2 bis 3. Da schaue ich mir jetzt eben an. Ich habe hier diesen Thermoknopf. Der wandert jetzt dann vom gelben, vom kalten Bereich in den grünen Bereich hinein. Und wenn er in der Mitte bis am Ende vom grünen Bereich ist, ist es gut. Und ich schaue, dass ich die Hitze vorher so weit reduziere, dass ich mit ganz wenig Energie dieses Huhn mit dem Gemüse zubereite. Und ich schalte wieder ein, wenn wir den Deckel aufmachen. Das mache ich aber nur einmal. Also bleibt mal bitte dran. Servus, Baba, bis gleich. So, meine lieben Freunde, zurück bei unserem Hähnchen Niedertemperatur gegart. Das war jetzt gut
eineinhalb Stunden bei Herdstufe 2, ich habe es gerade ausgemacht, auf dem Herd. Der Temperaturfühler steht genau noch im grünen Bereich hier, Beginn des roten. Das heißt genau richtig, das Huhn ist fertig und das werden wir jetzt selbstverständlich anrichten. Und zwar nehmen wir uns da für das Gemüse wunderbar hier diese Schaumkelle. Tun da schön von den Karotten und von den Pilzen auf den Teller. Und jetzt seht ihr hier, da hat sich ein wunderbarer Saft entwickelt. Der ist jetzt noch nicht gewürzt und noch nicht verfeinert. Das machen wir jetzt. Da geben wir jetzt ein bisschen Pfeffer dazu. Dann schneide ich wenig Petersilie. So. Gebe die da dazu. Dann natürlich Salz, weil gesalzen haben wir ja noch gar nichts heute. Und jetzt kommt, jetzt passt's auf. Jetzt tun wir unser Huhn anschneiden. Das ist richtig weich. Ich gebe euch einen Tipp am Rande. Ich habe das ja heute das erste Mal ausprobiert hier. Die Brüste sind schön saftig, das ist wunderbar. Bei dieser Zubereitungsform kann euch da gar nichts passieren, was das Huhn angeht, aber die Kartoffeln als Tipp, schneidet die in Scheiben, dann kann man noch eine Viertel bis halbe Stunde früher anrichten, dann braucht das Händel wirklich nur eine Stunde. So, das ist jetzt einmal das zweite, schaut herrlich aus, ist schön geworden, sind wir zufrieden. Und jetzt machen wir Folgendes, jetzt gehen wir da noch einmal zum Herd rüber. Der Deckel, der ist noch schön heiß, ja. Dann geben wir uns das Huhn einmal hier, diese Karkasse raus. Und geben hier einmal Volldampf. Und tun hier die Soße quasi entverfeinen. Und da seht ihr noch, das sind unsere Röststoffe, die haben sich größtenteils schon gelöst. Und das Schöne, was man jetzt hier eben zeigen kann, ist, wie man einen natürlichen Bratensaft zubereitet. Nämlich aus dem Gemüse und aus dem Huhn ist das hier entstanden. Da habe ich nichts dazugegeben. Schmeckt köstlich. Da gebe ich jetzt noch das Olivenöl dazu. Damit bleiben jetzt auch die Vitalstoffe von dem Öl erhalten. Die Soße kommt heute komplett auch über das Huhn drüber, weil knusprig ist es nicht. Und dann kann man das Ganze ganz flott servieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Probiert es aus. Servus, Baba und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen.